So, ihr Lieben, ihr seht hier wieder Piloten Alex, heute mit seiner Rhombus 3.0 am Start auf dem Asemissa Acker. Er hat zu kämpfen, aber ihr hört es selber, er sagt, sie fliegt wie Dreck. Sie ruckelt, sie produziert Fehler. Scheiße aus und brennt noch nicht mal gut, also von daher. Was will man mit so etwas? Aber gut, ich sage mal für 12 Euro ein annehmbares Teil. Allerdings auch nur von geübten Piloten zu fliegen. Ich denke, Anfänger werden sehr schnell an ihre Frustrationsgrenze gebracht. Die Rhombus hat die Eigenschaft, sie kackt mitten im Wind ab. Sodass der Pilot also dementsprechend dagegen halten muss, trotz Wind. Hier, oh, eine Plastiktüte, schön. Sie hat sich jetzt gefangen. 70 cm breit, 3 Meter lang, so wird das nicht. Da hat Rhombus mal eine schöne Einkaufstüte genäht. Ja, also kein Vergleich mit unseren anderen Hightech-Geräten. Ich kann einmal ausgepackt werden und geeignet. Nicht wahr? Was hast du jetzt damit vor? Gehst du als Marktkauf Einkaufstüte benutzen? Oha, ja, die sind. Ja, hier, da kackt er ab. Schön. Ja, jetzt muss man schon eine Seilwinde haben oder relativ gut zu Fuß sein. Oder eine Schere dabei haben. Jo, da liegt sie und unser Balljunge, der Jutta, rennt auch schon und enttüttelt das Chaos. So, jetzt fliegt die Rhombus wieder. Zur Erinnerung, Rhombus 3.0, der letzte Dreck auf Erden. So, das soll es gewesen sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich werde der ganzen Show hier noch mal dazugucken. Oder auch nicht.